Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verflixt und Zugenäht, dem Näh-Podcast mit Fina und Nadine. Heute unser Thema ist von der Idee zum Schnittmuster. Wie passend, dass wir eine Schnittmustererstellerin in unserer Runde haben. Mensch! Tada! Ja, Herzlich erstmal willkommen, herzlich Fina! willkommen zurück. Nach unserer spontanen Sommerpause. Aber ja, hat gut getan, oder? Ja, es ist, wie es ist, ne? Manchmal nimmt man sich da mehr vor, als man irgendwie schafft, und dann, ja, dann ist es einfach so. Aber dafür sind wir zurück mit neuen, frischen Ideen und Genau. heute schon sehr Und kräftig am Aufnehmen. mit dem schärfsten Thema, also mit dem Thema, was ja die meiste Resonanz jetzt erstmal gebracht hat, seitdem es unseren Podcast gibt. Thema Probenähen und Schnittmuster und Designnähen und solche Geschichten, ne? Ja, Ja, genau. genau. Da tasten wir uns langsam ran. Wir wollen das Ganze natürlich auch so ein bisschen allumfassend machen. Deswegen ist die Fina ja heute im eigenen Podcast quasi Gast. So kann man es ja. Wie schön ist das bitte, was du machst? Ja, ne? Gut, dass wir ein Video haben. Ja, Ich ich krieg's muss gar das nicht so mehr so gut machen. hin. Ja, aber guck mal, so sind wir. Ja, für alle, die uns jetzt leider nur zuhören, ihr müsstet dann jetzt auf YouTube gehen, euch das Video angucken, weil es war echt süß. Ja. Wir sind ja immer süß. Immer, immer. Klar. Ja, wir wollen heute mal so ein bisschen darauf eingehen, wie es von der Idee zum Schnittmuster kommt. Und daher wird das heute eher so ein bisschen Interview-Style, würde ich sagen. Ich habe da mal ein paar Fragen vorbereitet. Und für Ich bin die, die gespannt. zuschauen, wenn sich einer wundert, warum ich nach unten gucke, da liegt so ein kleiner Fresszettel. Genau, da habe ich mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ja, starten wir. Tja, Gut, starten wir los, gut. ja? Frag mich, quetsch mich Ja, los geht's, aus. los geht's. Okay. Also, erste Frage, die mich tatsächlich brennend interessiert und ich es gar nicht weiß. Wie kommst du auf neue Schnitte? Woher nimmst du dir die Ideen? Ist es so, dass du, weiß ich nicht, durch die Stadt läufst und denkst, Mandy hat irgendwie ein cooles Teil an, das will ich genau so? Oder kommt dir das im Schlaf? Wo kommt's her? Nee, also es ist schon hauptsächlich, wenn ich Sachen sehe. Ne? Also wenn man schon so ein bisschen näht, guckt man alle Sachen, die an einem vorbeilaufen, ja eh schon etwas anders an. Finde ich zumindest. Es hat immer gleich so diesen, ah, sieht das toll aus, oh, könnte ich das auch nähen? Wie kann ich das machen? Oh, was ist denn da für eine Falte oder wo ist da ein Abnäher drin oder so, ne? Und genau, also wenn mir was wirklich gut gefällt, dann merke ich mir solche Details. Oder wir leben ja im digitalen Zeitalter. Also mein Telefon ist voll von Screenshots, ne? Also wo Sachen dann großgezogen sind, wo ich einfach mal so ein Faltendetail, was ich irgendwo an der Schulter gesehen habe, drin habe. Und ja, das sind eigentlich so die Sachen, wo ich was sehe und ich finde das toll und ich zeichnen bin ich ja jetzt nicht so doll, ne? Also, dass ich jetzt irgendwelche großartigen Zeichnungen machen kann. Die habe ich auch nicht gelernt. Ja. Aber man kann ja viele Fotos machen heutzutage. Und das sind eigentlich so Ideen. Genau. Nun ist es selten so, also was heißt selten, eigentlich nie so, dass ich irgendwie sage, boah, das gefällt mir und ich hätte das jetzt genauso gerne. Sondern es ist dann eher immer so eine Kombination aus allem, ne? Dass, wenn ich halt irgendeinen schönen Faltenwurf sehe oder irgend so eine Kellerfalte an einer ganz an einer Stelle, wo sie sonst noch nie war, bei Schnittmustern, wie ich es kenne, dann schicke ich das, also dann packe ich mir das eigentlich so zusammen und sage, okay, ich hätte gern Pullover, aber ich hätte gern da irgendwie die Falte mit reingemacht, der darf aber nicht zu eng sein oder, ne, also das ist dann so eine Zusammenstellung aus einzelnen Teilen. Also schon ein genaues Bild im Kopf. Ja, logisch. Also das schon. Ich kann es halt nur nicht aufmalen.
Ich muss Oh auch Mann, mal so einen ich. Kurs machen, wo man das dann so, weißt du, dann ganz fancy so die Sachen. Dann siehst du meine Skizzen dann in meinem Büro aufgehangen. Nee, das klappt noch nicht so. Ja. Ja, gut. Und ist es so, dass du jeden Monat neu überlegst, was du als nächstes machst, oder hast du einen Plan, der quasi schon das ganze Jahr durchgezogen ist und daran wird sich gehalten? Also ich habe eigentlich schon immer so ein Jahr im Voraus. Das haben wir ja letztes Mal sogar auch schon besprochen, als wir die Sommerwardrobe gemacht haben. Ne? Weißt du noch? Ja. Es ist aber nicht, ist aber nicht so, dass ich das nicht zwischendurch mal über den Haufen werfe, was du ja auch schon mitbekommen Ich hast. kenne nämlich den Plan. Ne? Aber grundsätzlich. Weil ich habe ja schon auch einen Gedanken mit meinen Schnittmustern und ich möchte ja, dass das so, ne, so ein bisschen ein Style auch ist, oder dass man es eben super kombinieren kann und dass das auch so ein bisschen natürlich mein Geschmack, aber auch den Geschmack meiner Kunden trifft. Und dann finde ich es immer schön zu wissen, ja, oder mir halt zu überlegen, okay, welche Teile kann man dann kombinieren? Wie kann ich das auch zeigen? Also wenn dann irgendeine neue Hose kommt, wie kann ich die mit den Oberteilen kombinieren? Und ich muss natürlich auch so ein bisschen in Stoffen vorplanen. Ja, also dass ich mir sagen kann, okay, für die und die Schnitte hätte ich dann eigentlich am liebsten so und so einen Stoff. Und den muss ich ja dann auch erstmal finden. Ja. Ja, logisch, klar. Also deshalb, ich versuche das schon, aber Pläne werden noch über Bord geworfen. Ja, das habe ich schon mitgekriegt, weil irgendwann hattest du mir auch mal den Plan, glaube ich, vorgelegt. Ja, ich weiß nicht, wie viele Teile davon tatsächlich umgesetzt wurden und wie Viele, viel spontan viele. ersetzt wurden. Und wir haben ja noch 5 Monate vor uns. Nee, vier. Ja, ist richtig. Ja, nee, nee, aber da wird auch was anderes kommen. Vier. Vier, ja. Ja. Pläne sind da, um über Bord geschmissen zu werden. Richtig, genau. Denn ich habe schon zwischendurch wieder so viele andere coole Sachen gesehen, wo ich mir jetzt gedacht habe, nee, das ist eigentlich viel, viel genialer. Und Ja. das passt noch so ein bisschen mehr und ist vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich meine, es ist ja auch immer so eine Gratwanderung, finde ich. Ich möchte ja schon was ein bisschen fancy ist manchmal. Also fancy, soweit man das eben tragbar sagen kann, ne? Ich würde natürlich normalerweise eigentlich noch gern viel, viel mehr crazy Sachen machen. Aber da muss man ja auch mal ehrlich sein, man will sie ja auch anziehen, die Sachen, die man näht, ne? Also, so. Aber es gibt natürlich Teile, die ein bisschen spezieller sind, würde ich es mal so nennen. Und dann gibt es so wirklich auch klassische Sachen dazwischen. Eine klassische Hose, ein klassischer Rock irgendwie. Und ich finde, das gehört auch einfach mit dazu, damit man dann wieder so fancy Teile oder ein bisschen ausgefallenere Sachen halt auch super kombinieren kann. Und Ja. ja, so ist es. Und wie ist es dann, wenn du die Idee hast, du hast dann einen Screenshot gemacht und was machst du dann damit? Wer macht das Schnittmuster? Meine liebe Frauke, meine wundervolle, Hallo super Diät. Frauke. Hallo Frauke, vielleicht hört sie das ja. Und da habe ich halt auch wirklich, ich weiß gar nicht, wie oft ich schon mal gesagt habe, ne? Ich habe da auch ein Riesenglück, weil sie ja schon Profi ist und mit mir als Mega-Amateur echt gut zusammenarbeitet. Weil ich bin da natürlich jemand, also wir reden dann auch miteinander, ne? Aber ich schicke ja auch ganz oft einfach nur Sachen rüber, mache dann irgendwie die 3, 4 Bilder zusammen und sag dann eben, guck mal, oder von alten Schnittmustern, wenn wir jetzt mal bei Kleidern zum Beispiel sind, ich hätte das gern in der Weite von dem und dem Kleid, so sollst du dir ungefähr den Fall vorstellen, aber eben, keine Ahnung, dann mit dem Detail dort und na, ne, vielleicht ein bisschen kürzer oder den ausgestellteren Rock oder wie auch immer, den Ärmel halt ein bisschen puffiger, wie auch immer. Und die kriegt das super hin, ne? Die kriegt das super hin. Oh, jetzt muss ich hier mal ganz kurz mein Wahnsinn. Dings ausmachen. So. Ja. Und da muss man aber, glaube ich, auch sehr viel Fantasie haben, weil wenn man natürlich so eine super Zeichnung kriegt, irgendwie mit allen Details da, wo es hingehört, dann ist das einfacher als mit meiner Ja. Variante.
Aber das heißt, sie zeichnet dir auch nichts, sondern sie macht dir quasi komplett gleich den Schnitt fertig. Erstmal. Ja, wenn es nicht zu fancy ist, dann ja. Ne? Also dann, Okay. genau, dann wird er auch fertig gemacht. Und dann ist es auch so, dass ich den erst in einer Größe kriege. Wir wissen ja, welche Größe ich immer nähe für mich. Und das ist auch mein Standard. Also ich möchte das in der Größe dann wieder haben, weil es soll ja sitzen, ne? Und soll ja reproduzierbar sein mit den Ja, klar. anderen Schnitten. Und dann nähe ich den. Und gucke, ob alles so ist, wie Einmal es für ist. dich. Einmal für mich. Das ist so der erste Testnäher. Okay. Genau. Und wenn der passt, was passiert dann? Dann sage ich, ist okay. Sitzt alles, wie es soll. Ne? Weil es gibt ja schon auch, also gerade, ja, dass es dann irgendwann mal zu kurz ist oder die Hose noch ein Stück zu weit an den Beinen oder so, ne? Dass einfach so der Stil noch nicht getroffen ist. Aber dann muss sie natürlich dann noch mal ran und ein bisschen nacharbeiten. Aber in der Regel haut das eigentlich relativ gut hin. Gut, wir hatten jetzt noch keine wahnsinnig aufregenden, schweren Schnitte. Das war eigentlich nur mit der Anne davor. Also ja, das war jetzt auch Absicht, weil wir uns natürlich auch erstmal einfuchsen, ne, sodass sie ein Gefühl dafür bekommt, wie ist so die Weite, die sie anlegen soll oder wie ist das von der Körperlänge. Und wenn sie sich dann auch sicherer ist, dann haut ja schon mal, hauen ja die Grundmaße dann schon mal hin, wenn es in etwas detailliertere Schnittkonstruktion geht. Ja, und das war jetzt schon erstmal auch das Andenken zu sagen, wir steigen da jetzt mal ganz relativ, ich sag's mal so, weil so ganz so easy war es ja dann doch auch nicht mit den Hosen und so. Aber ne, wir steigen mal entspannt ein, bevor wir uns dann ein bisschen austoben. Ja, macht ja auch Sinn letztendlich, ne, dass ihr euch Ja. da einfach so ein bisschen zusammenfindet. Ist ja logisch Ja. eigentlich. Und ganz ehrlich, also ich sehe es auch nicht ein, dass ich 8 Stücke nähe, bevor es hinhaut. Weißt du? Nur weil wir irgendwie gleich als erstes uns den kompliziertesten Schnitt raussuchen und sie noch überhaupt keine Ahnung hat von, ne? Also, nee, das finde ich weder nachhaltig noch ist das eine Zeitverschwendung. Also, jeder fängt ja an mit irgendeinem geraden, klassischen Grundschnitt. So, und das war bei uns zum Beispiel die Elisa. Das war der erste Schnitt, den sie gemacht hat. Der Pullover mit der Knopfleiste hier oben an der Schulter. Ja? Eigentlich ein ganz schlichter Pullover, der trotzdem ein bisschen Pfiff hat, aber wo sie erstmal gucken konnte, wie muss das jetzt so sein? Ne? Von der Ärmelweite, von der Länge, wie mögen wir das? Ne? Weil ihr habt ja als mein Team auch immer ein Wörtchen nochmal mitzusprechen, wenn es dann so gar nicht hinhaut. Ja, und deswegen sind wir da so ganz klassisch locker reingerutscht. Ja. Und jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen, ne? Also das Vorgehen ist quasi, du machst den Schnitt, du schickst ihn zur Direktrice, kriegst die erste Größe, nähst die, gibst dein Okay, wenn alles in Ordnung ist, ansonsten gibt es nochmal Änderungen und dann bekommst du den Schnitt in allen Größen und dann geht der ja ins, ich sag mal, Probe, in Anführungszeichen, Design nähen eigentlich eher, weil Genau. die Erfahrung ist ja, dass es bei dir eher ein Design als Probenähen ist. Ne? Ja, Warum in ist der das denn Regel so, schon. Tina? Warum ist das denn so? In der Regel schon. Oh, ich glaube, das hat mehrere Faktoren. Oh, jetzt hat mein Licht hier irgendwie ein bisschen überblendet. Naja. Das hat einmal die Faktoren, dass der Schnitt halt schon mal hinhaut. So relativ, ne? Also, dass er eben zu meinen anderen Schnitten passt, von der Weite und von den Größenangaben. Und dass da einfach ein Profi am Werk ist, ne? Also an der anderen Seite. So. Und natürlich habe ich ihn vorher genäht und geguckt, dass er den Sitz hat, so wie ich ihn mir vorstelle. So sage ich es jetzt mal, ne? Das ist so, glaube ich, ein Punkt. Also die Frauke macht einfach einen super Job. Punkt zwei ist, dass ich, und das glaube ich ist auch ein wichtiger Punkt, dass mein Team so konstant ist. Also wir sind ja immer der gleiche verrückte Haufen, der da irgendwie mitmacht. So, und ich weiß,
wenn ihr mir Feedback gebt oder auch wenn ich den an euch rauslasse, zu wem, also wer welche Größe ungefähr näht. Ich habe da keine, wenn immer wechselnde Nähteams sind, weißt du hast immer wechselnde Leute da drin, dann hast du immer andere Körper und es werden immer andere Rückmeldungen kommen. Und bei uns ist halt die Konstanz einfach da, dass wir wissen, okay, das passt halt zu den Mädels. Jeder näht auch eigentlich immer seine feste Größe und dann kommt eben auch das richtige Feedback zurück. Wenn was nicht passt, aber eben auch das okay, wenn es passt, ne? Ja, aber weil du jetzt gerade sagtest, immer die gleiche Größe, man hat so eine Konstante, kann es nicht auch eigentlich ganz gut sein, wenn die Mädels immer wechselnd sind, weil man dann einfach immer die unterschiedlichen Körper hat und den Schnitt öfter anpassen muss? Weißt du, was ich meine? Ne? Dass der quasi durch mehrere Körper durchgeht? Grundsätzlich schon. Also, Wie das klingt. ja, ich verstehe dich schon, ne? Aber also wir haben ja eine Bandbreite an Körpern. Also, weißt du, ich meine, du kennst sie ja jetzt auch alle und da ist niemand dabei, der oder kein Körper von uns ist gleich. Ne? Und wir haben schon auch welche, die zu sich selber sagen, die Hüfte ist zu breit oder welche, die sagen, oh, ich muss an der Brust immer anpassen. Die haben wir ja genauso mit drin. Und dieses Größensystem bei mir ist aber, finde ich jetzt, sehr gut ausgeklügelt. Na, es geht nicht darum, dass ich keine neuen Teammitglieder mit reinhaben möchte. Da bin ich schon aufgeschlossen, aber eben zu bestimmten Bedingungen. Das ist ja dann auch, das ist ja auch so eine Geschichte, ne, die mir halt wichtig ist. Ja, ich hätte zum Beispiel sehr gerne ein paar größere Größen noch dabei. Weißt du, also wo mehr Abweichung passieren kann. Sowohl jetzt obenrum als auch Hüfte, als auch Beinlänge, solche Geschichten, ne? Das vielleicht schon. Ansonsten ist es so, dass mein System ja jetzt steht durch die ganzen Schnittmuster. Und ich wenig, also wirklich, dass ich mal eine Rückmeldung kriege, dass es nicht passt, ist wirklich ganz, ganz selten. Auch das hat natürlich mehrere Faktoren. Ne? Ich bin ja jemand, der immer predigt, guckt euch die Fertigmaßtabelle an und ich glaube, das machen meine Kunden jetzt auch schon sehr, sehr gerne. Und dann weiß man auch, dass man vielleicht ein bisschen die Größen, ne, verschiebt oder da anpasst. Aber ich glaube, das System, das ist einfach bei mir schon sehr, sehr rund, ganz allgemein. Und wenn es sich um normale Schnitte handelt, wie einen Pullover oder eine Hose oder ohne zu viele Details oder, ne, dann passt der. Ende. Das ist einfach, das ist vom Grundschnitt abgeleitet und da braucht man sich eigentlich keine Sorgen zu machen. Na? Ja, das hat mir auch eigentlich gemerkt, so in der letzten Zeit, dass der Schnitt kam immer, alle haben irgendwie genäht und alle waren so, ja, super, ja, können wir veröffentlichen, alles klar. Ja, Okay. genau, ne? Ich meine, wir beide Ja. haben ja jetzt schon ein Projekt, an dem wir seit Anfang des Jahres jetzt tüfteln. Das halt eben, das wird komplizierter. Und das habe ich zum Beispiel damals, ach, als wir die Bademode gemacht haben. Das war auch so eine Geschichte. Ich habe ja ein Bikini und auch einen schönen Badeanzug. Das sage ich dir, es war lustig. Also das war das Geilste. Das war ein Probenähen. Da habe ich aber auch vorher Bescheid gesagt. Und eben auch wirklich angedroht, in Anführungsstrichen, dass wir hier uns jetzt mal auf ein Terrain bewegen, was einfach etwas schwieriger ist, wegen der Stoffe, die man benutzt und auch wegen der Verarbeitung und so. Und das war witzig. Also es hat wirklich Spaß gemacht, ne? Also auch denen, die da mitgenäht haben, und das waren fast alle. Aber ja, da mussten wir uns Schritt für Schritt rantasten. Und genauso ist es ja jetzt bei unserem Projekt, ne? Da denke ich auch, da werden wir schon noch mal ein, zwei Durchgänge machen. Aber das werde ich dann vorher immer ankündigen, damit man eben da auch Stoff verbraten kann oder Reste zusammennähen kann, damit halt nicht so viel, ja, nachher irgendwie auf dem Müll landet, ne? Ja, das ist ja ein guter Punkt, den du da gerade ansprichst, ne? Weil die Frage ist ja, warum ist es dir wichtig, und den Eindruck habe ich, dass es dir wichtig ist, dass es eben kein Riesenprobenähen wird, wo man 47 verschiedene Varianten nähen muss, in Anführungszeichen. Ja, weil ich es hasse, Sachen zu nähen, die dann weggeschmissen werden.
Oder eben Stoffe zu vernähen und die dann einfach nur für die Tonne zu produzieren. Das tut mir, und selbst das habe ich ja noch nicht mal, wenn jetzt ein Schnitt noch nicht so funktioniert oder noch nicht so sitzt, wie er jetzt sollte, ja, dann kann ich immer noch was abnähen. Oder ne, kann immer noch den Arm abtrennen und macht dann irgendwie einen Top draus oder so. Das dann aber nur ich, ne? Und dann habe ich vorher nicht 10 Frauen irgendwie losgeschickt und gesagt, näht mal die erste Runde. Und dann haben wir nicht 10 Teile, die in der Tonne liegen. Ja, vollkommen richtig. Ich bin da vollkommen bei dir. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß das sehr zu schätzen, dass man einfach keine 47 Runden nehmen muss. Aber letztendlich, das ist ja auch was, das kann ja jeder in so einem Team auch irgendwo für sich selbst entscheiden, ob er das möchte oder nicht. Ne? Also es gibt ja auch Leute, Total. die wollen das. Ach, Also du, ich finde es ja auch schön, wenn ihr dann, wenn es euch so gefällt, wenn ihr dann 4, 5 Stück davon näht. Na, das soll mir ja auch recht sein. Das ist ja auch okay, aber mit der Prämisse, dass es passt, weißt du? Oder es ist ja auch ein Punkt, und das betone ich halt auch immer gern. Ich bezahle ja auch niemanden von euch. Also ihr macht das ja gerne für mich, also oder auch für euch, wenn euch der Schnitt gefällt, ne? Also ihr dürft den ja nähen, wenn ihr wollt, aber eigentlich, und das ist auch wieder schön, wenn ich so Schnitte mache, ich kenne die jetzt so lange, teilweise die Mädels da, die sind ja 4 Jahre, 5 Jahre drin, dass ich schon weiß, wer von euch mitnäht. Weil, ne, kommt halt jemand, sagt, ich mag kein Raglan. Sag ich, war mir klar? So, ne? Ach, Kleider sind nicht so meins, das weißt du ja. Ich nähe heute diesmal nicht mit. Denke ich mir so, ja, habe ich auch nicht mit gerechnet, ne? Und das ist für mich total fein, weil ich halt auch denke, bloß nichts nähen, was wie gesagt dann rumliegt. Aber ich finde auch, ihr opfert ja eure Freizeit, ne? Also ihr macht es ja gern und wenn euch ein Teil gefällt, ist auch schön, wenn man es näht, weil ich kaufe mir ja auch Schnitte, die ich nähe. Oder, ne, habt, ne, ist alles okay. Aber eben nicht mit Druck und nicht 3 Stück davon und dann jedes Mal frustriert da zu sitzen und zu sagen, oh Mist, der Armausschnitt passt immer noch nicht. Ne, also das finde ich, das wäre nicht fair euch gegenüber. Weißt du? Für eure Zeit, für euren Stoff, für euer Geld. Wie auch immer. Aber vielleicht weißt du, was ich meine. Manchmal gibt es ja auch so ein Goodie von dir, was noch mal zum Nähen anregt. Meinst du Stoffe? Ja. Ja, klar. Ja, logisch. Und das ist ja völlig uneigennützig, gell? Nein. Komm, was mit beiden Händen, ist Weißt du, geht nicht. Halt das Mikro hier, damit der Ton gut süßer. ist, wenn das Bild schon so ein bisschen kriselig ist. Ach was, was glaubst du, was ich Kommt. mich freue, wenn ich dann im neuen Laden meine Ecke habe, die gut ausgeleuchtet ist, dann seht ihr auch ein richtig tolles Bild. Guti, ja, Stoffe. Das hat mehrere Bewandtnisse. Also zum einen, es gibt halt so Schnitte, bei denen stelle ich mir wirklich eine bestimmte Art Stoff dafür vor, damit der Schnitt gut fällt. Ich sag's mal so, ne? Dann sagst du zwar, das Shirt kannst du mit dehnbaren Stoffen oder aus dehnbaren Stoffen nähen. Aber dann gibt es ja welche, die nehmen Viskose-Jersey oder Baumwoll-Jersey oder manche nehmen Strick. Und das fällt ja mit jedem Stoff ein bisschen anders. Und dann kommt wieder die Frage, ne, wie sieht das jetzt so aus? Oder warum sieht es so unterschiedlich aus oder wie auch immer? Und dann ist es so, dass ich halt gerne Sachen rausgebe, wo ich dann auch hinterher weiß, okay, so stimmt der Look. Ne? Auch wenn man dann anfängt, ein Sweat zu vernähen und das sieht hinterher aus wie ein Sack. Ist das auch nicht schön? Ne? So, dann gebe ich schon gerne die Stoffe mal mit raus. Natürlich auch unter der Prämisse, dass ihr mir ja dann Fotos gebt und ich die halt für mich benutzen kann, um eben auch den Stoff zu präsentieren oder eben Stoff- und Schnittmusterkombination zu präsentieren. Ja, aber ja, finde ich völlig legitim. Und Finden wir ah, auch. es klappt nicht jedes Mal. Ne? Aber nee, mache ich gern, würde ich gerne viel, viel häufiger machen. Ne? Am liebsten wäre mir ja so eine Flatrate und ich könnte euch jedes Mal die Stoffe, Stoff und Schnitt und alles zur Verfügung stellen. Ganz ehrlich,
wenn wir mal ehrlich sind, gerecht wär's, ne? Also ich kann immer nur danke, danke, danke sagen, dass man das, also ihr, ich sag jetzt mal ihr, nehmt dich jetzt mal als Team, dass ihr das so macht für mich, ne? Denn das könnte man sonst, könnte das kein irgendwie Schnittersteller, glaube ich, wuppen und auf die Beine stellen, ne? Ja, da hängt es an mehreren Sachen, ne? Planung. Ich bin ja auch mal sehr spontan mit meinen Schnitten. Kommt schon mal vor. Ich sag nur Kannst du Augustkleid. mal dabei lachen, bitte? Guck mal nicht, bitte so. Ey, guck Was mal soll ich nicht denn so. machen? Das ist aber, was soll ich machen? Ich habe es gepostet aus Versehen und Nein. es kam so eine Begeisterungsstürme, dass ich dachte, nee, das müssen wir jetzt noch machen. Ja, aber es war wirklich so, ich meine, du hast es ja, wir haben so eine Facebook-Gruppe, in der wir alle drin sind und die Fina postet die Sachen rein und alle so, ja, ich bin im Urlaub. Also. Das ist das Nächste. Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, eine hat es genäht, weil sie da war. Also ich glaube, es war eine, die das Ja, ja, Bobo-Kleid genäht ja. hat. Ja, die Nadine auch. Ne? Ja, und der Rest war einfach nicht Nein, da. nein. Und weißt du, das ist ja auch voll okay. Also ich meine, ich sag mal, du, das Boho-Kleid ist ja jetzt auch kein aufregender Schnitt. Ne? Sondern, also das ist ja nichts. Also ich glaube, dass der einfach für sich überzeugt. Ne? Wenn man den sieht, dann kann man sich einfach aufgrund der Schnittführung da sehr gut was drunter vorstellen und kann auch super im Kopf mit Stoffen experimentieren, die man noch so hat. Ne? Deshalb habe ich da auch kein, wie sagt man denn, kein Herzschmerz gehabt, den irgendwie jetzt auch ohne viele Designbeispiele rauszubringen. Und mir war ja auch klar, Ja. weil ihr habt ja auch alle gesagt, boah, finde ich toll. Also, ne, dass da nach und nach was kommen wird. Ne? Also, und wenn dann jetzt alle nacheinander aus dem Urlaub wiederkommen, dann kommt trudeln auch noch mehr Designbeispiele ein. Ja, aber Absolut. so ist es eben, ne? Also, ich meine, das habe ich ja verursacht. Verschuldet. Ja, ach, Ne? das so kennen wir dich ja auch. Ja, so nehmt ihr mich vor allen Dingen. So akzeptiert ihr mich. Ja, aber das ist ja letztendlich ist das ein Geben und Nehmen. Das ist ja, wie du vorhin gesagt hast, ne? Manchmal ist ein Schnitt auch so schnell genäht, dass man irgendwie drei, vier, ich glaube, von dem Razor Top habe ich mittlerweile vier genäht und ich bin noch Nee, nicht ich auch fertig. nicht. Glaube mir, da folgen noch ein paar. Dann gibt es manche Sachen, die macht man nicht mit. Also du weißt zum Beispiel, bei Röcken bin ich raus. Genau. Da habe ich, glaube ich, einmal habe ich es mitgemacht, habe dann gemerkt, nee, ich trage sie immer Ja. noch nicht. Und seitdem heißt es, ja, es kommt ein Rock als nächstes, dann weiß ich schon alles klar, ciao. Ich lehne mich zurück und Ja, dann bin hast du ja im froh. September auch Ruhe, ne? Ich kommt ein Rock, okay. Dann, ah, der Rock von Ja, August? der habe ich ja nur verschoben. Ah, der Rock. Ja klar, der Rock von August. Stimmt, deswegen war ich im August auch so entspannt, weil ich dachte, jo, dann mach du mal deinen Rock, während ich im Urlaub bin. Das passt ja ganz gut. Und dann kommst du mit diesem Boho-Kleid um die Ecke. Ich hocke irgendwie in Österreich und denk, Scheiße. Naja, aber du hast vorhin, ich will da noch mal kurz drauf zurückkommen, weil uns rennt ja auch so ein bisschen die Zeit gerade weg. Du hast vorhin noch so was ganz Schönes gesagt, dass das für dich auch mit dem Stoff rausgeben so ein Teil der Wertschätzung ist, weil du ja natürlich keinen bezahlst und das würde ja auch alles nicht funktionieren. Wir sind ja alle irgendwie nicht selbstständig oder so, ja. Das heißt, das ist ja irgendwo so ein, Ja. ne? Jo. Aber du hast vorhin schon ganz richtig gesagt, ne? Man steckt ja auch viel Zeit da rein und letztendlich machen wir ja alle auch irgendwo Werbung Ja, für einen. klar. Ne? Also für den Ja. Schnittdesigner, Designerin, für den Schnitt an sich, ja. Und es geht einfach viel, viel, viel Zeit drauf, sodass ja auch manche sagen, ich habe da ja eine Umfrage gemacht zu dem Thema Probenähen, so wie sind die Erfahrungen und so. Und da kam ja auch bei ganz vielen, dass sie sich mehr Wertschätzung wünschen. Und ich glaube, es war eine, die hat mir wirklich eine Aufstellung geschickt, so eine Rechnung, die gemeint hat, so, ja, ich meine, ich kaufe Stoff, ich drucke, ich klebe, ich Total. schneide,
Ich nähe, ich fotografiere, ich bearbeite, ich poste, ich überlege mir Texte und dann bekomme ich ein Schnittmuster für 2 € im Ah, hör mir Make-A-Wish-Sale auf, ja. quasi. Ne? Ich meine, das ist natürlich, dass es natürlich oft mehr kostet so. Also ganz viele haben gesagt, ihnen fehlt so die Ja. Wertschätzung. Und ich glaube, da kann ich jetzt einfach mal für das komplette FINA Design Team sprechen. Ich glaube, da fehlt keinem die Wertschätzung. Ich habe jetzt keinen vorher gefragt, aber ich Dann vermute nehme ich das einfach mal so hin. Oh, mal. danke. Ja, also ich glaube, das ist jetzt auch schon mal ein schöner Rahmen, das einfach mal zu sagen, dass man sich bei dir wirklich sehr, sehr wertgeschätzt fühlt und dass das nicht der Standard ist Ja. im Ja, Geschäft, ich habe ja würde auch ich schon ein sagen. paar, also früher, ne, als ich noch Zeit hatte, habe ich ja auch ein paar Probenähen mitgemacht und da habe ich es halt auch anders kennengelernt und das ist mir schon auch wichtig, weil ja gerade diese Kostenrechnung, die muss man sich auch immer mal vor Augen halten, sowohl jetzt an meiner Stelle, aber eben auch an eurer Stelle, ne? Also, dass man einfach mal auch für sich selbst sagt, ich lasse so mit mir nicht reden oder ich lasse mich ja auch nicht rumkommandieren. Ne? Das ist wie, also weißt du, wenn ich es verdudel und also theoretisch müsste ich ja den ganzen Plan rausgeben an euch und sagen, das sind die nächsten Monate. So, richtet euch schon mal drauf ein und dann irgendwie die Schnitte mal liefern. Dann habt ihr nämlich auch Möglichkeiten, eure Zeit besser zu planen, die Stoffe besser zu planen, was auch immer, ne? Oder so. Aber ich bin ja viel zu spontan. So, zum Beispiel zum einen, ne? Aber, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Na, weiß Da ist er abgekommen vom Thema, ne? nicht. Ihr sagt doch was mit Wertschätzung. 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 Nein, dann kann man sich ja auch besser einplanen und so. Jetzt komme ich aber um die Ecke und sage, ach, ich weiß wieder, ne? Sag jetzt so, zack, jetzt machen wir hier im August ein Boho-Kleid, ne? Ihr habt noch 2 Tage Zeit. Ja, Dann ist August. So, also bitte, da kann ich doch nicht erwarten, dass sie alle springt und sagt, juhu, klar, ich nehme mit, wunderbar, ich habe heute Nacht nichts anderes vor. Weißt du so? Nee, das würde mir auch nie einfallen. Und ich habe da auch gar kein Thema mit, wenn man eben sagt, ich kann jetzt nicht oder meinetwegen, ey, dann mache ich's, ich nehme es gerne noch mal in 2 oder in 3 Wochen, kannst du dann auch damit rechnen. Für mich total in Ordnung und ganz fein, wie gesagt, ne, das sollte auch so sein. Also, was ich vielleicht noch mal sagen wollte, weil wir da jetzt auch so reingehuscht sind, wir überziehen jetzt hier einfach gnadenlos. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 10 Minuten. Sorry. weil vielleicht noch gar nicht so klar ist, was ein Design und was ein Probenähen ist. So, ja, richtig. Stimmt, ja, könnte man mal unterscheiden. Soll ich Mach das mal mal, genau, machen? mach mal. Eben. Also aus meiner Erfahrung, ich habe nie eine Definition Nö. dafür gelesen oder so, aber aus meiner Erfahrung, ein Probenähen ist eher etwas, wo der Schnitt noch nicht ganz fertig ist, also wo man sich in einer Gruppe trifft und man weiß, man entwickelt jetzt diesen Schnitt weiter. Das heißt, es gibt den ersten Schnitt, dann wird der von jedem mal genäht, von unterschiedlichen Größen natürlich, dann gibt jeder sein Feedback, danach wird das Ganze nochmal überarbeitet, danach geht es wieder zurück an die Probenähtruppe, danach nähen die nochmal. Dann, wenn es fertig ist, ist gut, wenn es nicht fertig ist, wird es nochmal überarbeitet, so lange, bis der Schnitt fertig ist. Ich hatte das einmal ganz extrem, aber auf eine positive Weise ganz extrem. Da habe ich mich auch dafür entschieden, dass ich da mitmache. Das war ein Habt BH ihr auch schon gemacht? von einer Schnittmusterdesignerin, die, Schön. genau, die macht Unterwäsche und da war klar, dass das, ne, dass jede Brust und alles, was da so oben rum ist, so individuell ist, ne, und dass dieser Schnitt einfach nicht fertig ist und dass der auch wahrscheinlich keine Einheitsgröße ist. Ne? Also jeder musste an sich rumfuhrwerken und ich glaube, ich habe 3 genäht, bis der vierte dann letztendlich so gepasst hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das wusste ich und das war in Ordnung. So, sowas ist für mich ein Probenähen.
Ein Design nähen wiederum ist was, wo der Schnitt eigentlich fertig ist. So, das kann ja sein, dass es entweder so, wie es bei dir ist, einfach weil der schon gut durchgetestet wurde, dass man einfach weiß, okay, man muss den für sich nähen, dass man zum Beispiel vorher schon weiß, welche Anpassungen muss man machen. Wenn man jetzt vielleicht das erste Mal für jemanden Design näht, kann schon sein, dass man einfach mal ein Probeteil macht, um zu wissen, wie sitzt das Ganze überhaupt. Also das empfiehlt sich ja grundsätzlich immer mal, zum Beispiel auch bei komplizierteren Schnitten. Aber das ist ein Designnähen, wo es einfach nur darum geht, das Ganze einmal zu präsentieren, sage ich mal, und nicht aktiv an der Erstellung mitzuarbeiten. Genau. Danke für diese Zusammenfassung. Sehr gerne. So sehe ich das auch. Vorteile. Wir haben ja Mal keine kurz. feste Definition. Aber das wäre, also die gibt es ja nicht, aber das wäre meine Definition davon. Ja. Es hat natürlich auch beides Vor- und Total. Nachteile. Da kommen wir in der nächsten Folge dann drauf, weil, um jetzt schon mal anzuteasern, ich hatte auf Instagram eine Umfrage gemacht, was so die Erfahrungen waren bei Probenähen, gut sowie schlecht, und da kam sehr viel. Mein Postfach ist explodiert. Ich habe Sprachnachrichten bekommen, die längste ging 8 Minuten. So was geht? Cool. Also das wird noch ein ganz großes Thema, aber um das jetzt mal ganz kurz so ein bisschen anzuteasern, alles hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil bei einem Probenähen ist ja, dass du dabei bist, dass du dir nicht einfach den Schnitt kaufst, sondern dass du sagen kannst, ich war dabei, dass du den mitentwickelt hast, dass du auch mal über deinen Schatten springst, was Neues vielleicht machst, wie jetzt das mit dem BH. Das war jetzt auch was, das hätte ich mir das Schnittmuster gekauft, hätte ich das niemals genäht. Das würde wahrscheinlich immer noch ausgedruckt in der Ecke liegen. Und so war ein Druck da. Das Ganze bist du, es gibt dann ja auch immer so ein bisschen Deadlines, ne? Erstes Feedback und dann Bildabgabe und so. Und da war eine Gruppe, die hat dir geholfen, ne? Wenn du gesagt hast, hier, guck mal, das Ding sitzt nicht, meine eine Brust ist größer als die andere, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben. Da war richtig viel Support dabei. Also es war so ein bisschen wie so ein Nähcamp, kam ich mir Absolut, da ja. vor. Ne, das kann ja ein Riesenvorteil sein. Ein Vorteil vom Designnähen ist ja, dass du schnell fertig bist, dass du einfach weißt, du hast ein neues Teil, was sehr wahrscheinlich gut passen wird. Ne, das sind so, wenn ich mal so grob meine Vorteile. Finde ich auch. Also genau so ist es. So sehe ich das auch. So habe ich das auch erlebt. Auch schon. Ne? Ich finde, es muss von Anfang an gut kommuniziert werden. Also auf was man sich da einlässt. Also es gibt schon ein Entweder-Oder. Gerade wenn man die Truppe jetzt noch nicht kennt oder die Zusammenstellung neu ist oder wie auch immer, dann sollte das schon mal klar sein, worauf man sich einlässt. Ja klar, der Vorteil an so einer Geschichte, gerade wenn es etwas speziellere Sachen sind, ne? Also wie jetzt bei dir und bei mir der BH zum Beispiel, oder zum Beispiel, wenn man jetzt totaler Nähanfänger ist, uns ist die erste Hose, gibt es ja auch, ne? Und man kommt in so eine Gruppe. Man hat natürlich immer die Möglichkeit, bei so einem Probenähen, wenn der Schnitt noch entwickelt wird, auch ganz viel den Schnitthersteller auszufragen. Ne, also wenn jetzt, du hast da den Profi für Unterwäsche sitzen gehabt. Das heißt, die kann er ja aus erster Hand total coole, hilfreiche Informationen nochmal geben. Und man kann sich eben im Team auch mit den anderen Mädels auseinandersetzen. Und ich fand das auch, also da habe ich richtig schöne Probenähen erlebt. Auch gerade bei meiner Unterwäsche damals. Ne? Das ist schon richtig cool. Wie gesagt, es sollte von Anfang an klar sein, worauf man sich einlässt. Und ja, ich finde trotzdem, also auch wenn man so eine Geschichte hat, ne, und sagt, okay, ich mache da jetzt mit und ich habe erste, zweite, dritte Deadline, ne, für Bildabgabe, für das erste Feedback, zweite Feedback. Ich habe trotzdem immer ein Recht zu sagen, als Teilnehmender, boah, mir ist jetzt hier irgendwas dazwischen gekommen, Kind ist krank oder wie auch immer. Ich schaffe es leider doch nicht, es tut mir leid. Und dann sollte man mir nicht böse sein. Weißt du? Wir haben immer noch die kostenlose Geschichte hier im Hintergrund. Ne? Ich meine, na klar würde mir das auch wehtun, ne? Wenn ich sage, okay, da fällt jetzt jemand raus oder so. Aber es ist halt okay. So ist es. Shit happens. Ne? Und noch eine Sache, die möchte ich auch noch mal loswerden. Ne? Also, da sollte sich jetzt auch wirklich jeder an die Nase mal so fassen. Ne?
Ey, so ein Probenähen für einen Pulli oder einen Sommertop, was ich auch schon gesehen habe, ne? Das braucht man nicht. Also wenn der Designer ein Probenähen macht, dann ist dahinter das Backend. Also entweder es ist eine falsche Aussage und man hat sich halt zwischen Probe- und Designnähen, ne? Hat man verwechselt. Kann ja sein, dass man aus Versehen falsch hingeschrieben hat. Aber ansonsten haut es einfach nicht hin, weißt du? Also das, du brauchst für einen Top keine 5 Anläufe. Entschuldigung, nee. Nee. Und ne, also dann passt irgendwas im Backend hinten nicht von der Schnitterstellung. Und dann, ja, Ja, wie auch ja. immer. Also es kann schön sein, es kann auch sehr stressig sein, also für Teilnehmende, ne? Also das gebe ich auch gerne zu, habe ich auch schon mitgemacht und ja, ich bin dann da auch sehr wählerisch geworden, wo ich so mitmache. Heute habe ich ja keine Zeit mehr. Heute bin ich nur auf der anderen Seite. Ja, man. Ja. Auch was Gutes. Aber man lernt da ja durch seine Erfahrungen. Also ich glaube, je mehr Probenähen oder Designnähen man begleitet hat, in je mehr verschiedenen Gruppen man war, desto mehr weiß man auch, was man möchte und was man nicht möchte. Und das ist etwas, worauf wir bei der nächsten Folge zu sprechen kommen, weil da werden wir Erfahrungen teilen, auf jeden Fall. Also ich werde meine eigenen teilen. Es wird alles ohne Namen. Es wird niemand genannt, auch so, dass es nicht zurückverfolgbar ist. Also das ist uns ganz wichtig. Das soll niemand an den Pranger gestellt werden. Im Positiven sowie im Negativen. Also ja, das wollen wir nicht. Aber wir werden dann mal so ein bisschen das Feedback teilen, das ich so bekommen habe. Da hat Gott sei Dank auch keiner Namen genannt eigentlich. Und werden das mal so ein bisschen sammeln und da einfach noch mal ein Fazit bringen und hoffen, dass das was bringt, um so ein bisschen. Ja, ich will Nein, da aber jetzt es ist gar ja, nicht zu viel quatschen, du merkst, ne? Ich will eigentlich gar nicht zu viel sagen, aber ich will das sagen es ist und aber so ein ich schreibe Thema es mit einfach diesen mal mit. ganzen Probenähen, wo immer gerne, also das ist ja schon auch so, oh, was macht ihr Probenähen und überhaupt? Und also es ist ein Thema, was interessant ist, zumindest ne, für die Instagram-Community, weil Ja. man da natürlich auch viele Designbeispiele sieht und so. Und ich finde schon wichtig, dass wir da mal drüber reden. Genau. Absolut. Und das machen wir Genau. nächste Woche. So, wenn ihr noch Ausführlich. Fragen habt, die jetzt hier nicht beantwortet wurden oder euch welche eingefallen sind, wie auch immer, das müssen wir wieder gucken, ne? Schreibt sie in die Kommentarfunktion. ihr dürft uns auch sehr gerne auf Instagram zum Beispiel folgen. Da kann man das dann ganz einfach unter dem Post oder auch als Direktnachricht schicken. Noch ist das überschaubar und wir kriegen das gehandelt. Aber wir freuen uns natürlich, dass die Community so super schon gewachsen ist und wir ja so viele Interessenten an diesem Thema haben. Ein kleines Dankeschön davon, möchte ich auch mal so sagen. Genau, Herzchen, genau. Und natürlich, falls ihr noch Themen habt, dann schreibt die uns auch einfach. Ja, das war's. Genau. So ist das. So, dann wir sind zurück. Wir freuen uns, Genau. wieder da zu sein. Vielen Und Dank wir hören fürs uns nächste Zuhören. Woche. Genau, ne? Ciao!